Also. Normaler Kommentar, was ist los, Sushen? Weiß hallo. Packen den mal dahin. Cobra. Siege! Weiß. Sag Bescheid, ja. Oh, ich darf nichts umkippen. Okay, alles klar. Nein, doch nicht klar. Gucken, wie das aussieht hier. Ja. Ja, alles cool, alles cool. Jo, alles klar, dann kann es losgehen. Du bist immer noch nicht zu sehen. Ach so. Ich geh mal ein bisschen nach da und dann geht das. Na, was los? Aber auch mir. Jo, jo, jo. Wir müssen hier einmal noch kurz spammen. Hier sehen wir jetzt das erste Match zwischen Kaya und Häschen. Das ist, glaube ich, nur Round 2. Und David, aka Häschen und Kuh. Eigentlich ist das jetzt nur Round 2. Da steht noch Round 1. Oh, das macht gleich schnell länger mit dem Cabrio. Auf jeden Fall verteilt Häschen gut Prozente. 69 für Kaya Crew. Schöner Pull mit Pivot, aber leider war die Zeit die Attacke stärker von Häschen. Captain Falcon ist auf jeden Fall auch ein Char, gegen den die meisten Erfahrung haben. Aber dann ist es auch wieder so, dass Captain Falcons sehr verschieden spielen und das manchmal super creepy ist, wenn man sich sicher in dem Matchup ist und dann kommt irgendeiner, der macht anderen Stuff und oh. Ja, dann versteht man gar nichts mehr. Dann versteht man gar nichts mehr, wenn man irgendwie gar nicht mehr von der Edge wegkommt oder so, weil die so gut im Ledge-Trappen sind. Aber Hese macht auf jeden Fall gut Prozent inzwischen. Oh, und nein. Er braucht nicht mehr viel für den Kill, aber 68? Oh, ah, ja. Okay. Da fliegt sogar ein Heavyweight wie Captain Falcon davon. Aber sehr in Slow-Mo. 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 Auf jeden Fall muss er jetzt irgendwie schaffen, als es hinzugehen. Mhm, er hat die. Oh, oh. Er wollte den Style. Ey, ihn juckt nicht. Er will den Style. Oh, wow. Das war schon knapp, ey. Und dass das ein Sweet Knee war, das war nicht guaranteed, weil. Wenn jemand eine Attacke ins Knee reinmacht, dann kann es echt einfach ein Knee sein. Gefährlich, gerade mit Downer von. Diese hätte fast einen Kill gebracht. Mhm. Er muss aufpassen. Er darf kein Zeit mehr machen. Die Schere, Stein, Papier Options von Hese sind ziemlich gut auf jeden Fall. Also der weiß, wann er shieldet und macht Zeit B. Er weiß, wann er Spot Dodge und macht was anderes. 86% für cool. Es muss eine klasse Backer oder irgendwas muss jetzt kommen zum Killen. Mhm. Irgendwas. Oh ja. Falsch okay. Gehalt. Two-Stock. Two-Stock mit 100 Token, one person. Das ist ziemlich knapp. Ja, das erste ging auf jeden Fall für ihn. An Häschen. An Häschen. Hier ist gleich Smash 4. Melee auch oder was? Achso, ja, ich nehme auf jeden Fall den Marv drauf. Oh, okay, also wir sehen den Marv Pick von. Auf jeden Fall, nimm mal Didikon. Dann Real. Okay, komm wieder zurück. Dann muss man natürlich. Oh, warte mal. Moment. Ja. Ich überlege dann immer, hat SFZ einen den und den Char? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob SFZ irgendeinen Marv hat. Also mal gucken, ob die Erfahrung hier ausreicht oder ob Kuhl hier besser abschneidet mit Marv. Sieht schon auf jeden Fall deutlich besser aus. Man konnte aber früher noch sehen, als Hauke, also Sibyl noch gespielt hat, dann verlieren die Digicon. Oder es halt Marv gegen Digicon, dass er ziemlich gut gespielt hat. Aber das war natürlich nicht richtig lang. Ja, also ich glaube. Ich glaube, das Matchup ist gar nicht mal so schlecht gemacht. Ich glaube, das Matchup ist auch nicht so schlecht gemacht, aber nicht gut. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Matchup, das irgendwie oh, an nice. Digicon geht. Abhieb zu Banane, aber direkter Konter vom Häschen mit Sidebeat. Schön die Abhieb Banane. 49%, er schafft es hier wieder mit seinem systematischen Play praktisch prozentlos Damage zu machen hier. Also auch, sehr gute Taktik von Häschen mit seinem Ledge Trapping, den Bananen, mit den Nüssen. Oh, das war knapp. Das wäre schon ziemlich crazy. Okay, er hat keine Angst, springt raus, Side B, direkt wieder eine Banane drauf. Oh, und das war fast ein Shieldbreaker. Oh, super die Eid, muss man sagen. Voll. Ja, cool, kommt dann noch irgendwie raus. Aber jetzt ist er wieder an der Edge. Oh, und? Na. Ja. Er hat wieder mit der B versucht und wird gepunished mit dem Down Smash. Das geht ja noch weiter. Jetzt erstmal ein kleiner Kombo. 30%. 90%, cool, muss aufpassen. Oh, da kommt die. Banane. Decke, okay. Er versucht es weiterhin mit dem Side Beast, aber nicht ganz ausgeführt.
viele Special-Attacken jetzt von Mark. Okay, er nimmt sich die, aber kriegt dafür eine Flair. Okay, okay. Cinebee. Es kommen schon sehr viele Bills von ja. Out of Ideas oder ist es eine spezielle Taktik? Wir wissen es nicht. Manchmal gut, manchmal nicht gut. Ja, jetzt wieder diese Ledge. Oh ja. Okay. Sehr schön. Oh, oh. Aber reicht noch nicht. Es hätte ein Tipper sein müssen. Ja, okay. Und statt ziehen. An die Stage zu spiken. Ist doch alles möglich, ist alles möglich. Auf jeden Fall. Oh, es gibt aber gerade so viel Kacke. Downhill fair. Oh, jetzt versuche ich hier diese Banana Drop der. Okay, 9% verteilt. Cool, dagegen 111% schon. Ja. Oh, oh schön. Fällt in die richtige Richtung. Nice. Schön gemacht von Karten. Okay. Ah, ja, aber das war's. Down Tilt, Up Smash, klärt zum 2-0 für Häschen. 2-0 vor Häschen. 2-0! Free, ne? Ja, das ist best of three.